Die Schule abbrechen und durch Europa reisen. Das klingt irgendwie nach einem romantischen Roadmovie. Der Musiker Zack Compton aus dem US-Bundesstaat New Mexico macht als 17-Jähriger genau das. Und auf seiner Reise, da lässt er sich insbesondere in Osteuropa anstecken von Blasmusik aus dem Balkan und von der Folklore der Sinti und Roma. Und er dürfte so ziemlich der Erste sein, der dann auf die Idee kommt, melodischen Folkpop mit osteuropäischer Polka zu kombinieren. Vorhang auf für Beirut. Das ist Postcards from Italy vom ersten Beirut-Album Gulag Orchestra von 2006. Seitdem versorgt Zack Compton seine Fans regelmäßig mit solchen Folkperlen. Und für seinen neuesten Wurf, da zieht es ihn diesmal nicht in den Osten, sondern ganz weit in den Norden, ins verschneite Norwegen. Was das mit dem Sound von Beirut macht, das hört ihr jetzt. Hier ist der Popfilter am Montag, den 4. September. Ich bin Gregor Schenk. Hi. »2019 ist ein ziemlich schwieriges Jahr für Beirut. Zack Compton muss die laufende Tour abbrechen, weil ihn Halsprobleme plagen. Die sind so hartnäckig, dass er sich sogar fragt, ob er jemals wieder eine Live-Show spielen kann. Und in dieser Phase des Selbstzweifels, da zieht er sich dann erstmal zurück. Er geht im Winter 2020 nach Hadsel. Das ist eine Insel ganz weit im Norden von Norwegen. Soll heißen Schnee, Berge, Fjorde, sehr wenig Tageslicht. Dort trifft er dann Ottvar.« Ottvar ist Sammler und Orgelliebhaber und der verschafft ihm Zugang zur örtlichen Kirche. So eine alte Kirche aus dem 19. Jahrhundert. Müsst ihr euch vorstellen als so ein hölzernes, achteckiges Bauwerk. Und darin gibt's eine Orgel, die erste Kirchenorgel, auf der Zack Compton jemals spielt. In dieser Kirche nistet er sich also ein und legt dort das Fundament für ein neues Beirut-Album. Das ist So Many Plans, der erste Vorbote des Albums. Zack Compton entstaubt da eine alte Bariton-Ukulele, die da zum Einsatz kommt. Und dann treibt er noch eine österreichische Bandmaschine auf. Die nimmt er mit in die Kirche und nimmt damit die Orgel auf. Die kann man hier ganz subtil im Hintergrund hören. Für den Bass und den Beat benutzt er dann noch einen modularen Synthesizer. Und na klar, kein Beirut-Song ohne die Beirut-typischen Trompeten. Den Feinschliff macht Zack Compton dann in Berlin, mitten im Lockdown. Und so ist dann auch der Songtext geprägt von dieser Zeit. Also ein Song, der in der Isolation entsteht und seinen Ursprung hat im winterlichen Norwegen. In einer Wahnsinnskulisse. Die verschneiten Landschaften, die alte Kirche. Zack Compton sagt, für ihn ist das alles irgendwie präsent in dem Song. Hört selbst. Hier ist unser Song des Tages im Popfilter. So Many Plans von Beirut. Leap from the sill, see where we land.
So Many Plans von Beirut. Das ist der Vorbote für das neue Album von Beirut. Das heißt Hatzel, also genauso wie die Insel in Norwegen, auf der Zack Condon das Album aufgenommen hat. Es erscheint dann am 11. November. Das war der Popfilter für heute. Lasst uns gerne ein Abo oder eine gute Bewertung da. Ich bin Gregor Schenk. Bis morgen.